mache euch kalt! Oh, im Koffer geht's ganz schön weit ab. Hey Leute, willkommen zurück in Arkham Knight. Eike ist auch mit dabei. Ja, leider. Ja, leider. Hey Eike, und wo ist eigentlich Pushy? Aber erstmal kümmern wir uns doch lieber wieder um die Hauptstory, nicht wahr? Ja. Face flips the coin. Was müssen wir nochmal machen? Ach, stimmt. Genau. Ich hasse Walker. Ja. Wir müssen das... Wieso, weil sie eine Frau ist? Weil sie eine Frau ist? Oder ein Strichfrau-Männchen. Genau. Wir müssen die Verteidigungsnetze des Arkham Knights auf Founder Island zerstören, aber dafür müssen wir Drohnen hacken, die da herumfliegen. Weil heftige Luftabwehr und Panzer. Ja. Und Bums. Genau. Und Spielzeitstreckung. Genau. Und da ist schon wieder ein... Ah, da ist schon wieder ein, wie heißt das? Ein Kommando. Aber darum kümmern wir uns ja nicht mehr, nicht wahr? Genau. Kann man eigentlich draufladen? Nee. Batman, he's here! He's here! It's Batman! Und die Frame geht runter! Ja! Yeah. Was für Feiglinge. Ah, da ist ein Aufstand, Eike. Hörst du das? Woran erkennt man, dass hier ein Aufstand ist? Leute sagen, unzufrieden, unzufrieden! Ja. Lügenpresse! Warum ist die Frame halt so niedrig? Deine Grafikkarte kocht durch? Möglicherweise. Ja, komm. Bap, bap. Und so, und drauf. So, und Eike meinte ja immer, wir sollen jetzt mehr die, wie heißt das Wort? Kombos einsetzen. Kombos? Ja. Yay. Genick gebrochen. Naja, nicht direkt Genick gebrochen. Boah, 18 FPS? Ja, warum geht die Frame so runter? Das liegt an der Schreibgeschwindigkeit der Festplatte. Möglicherweise. Nee, da steht GPU. GPU hat das... Na, dein Prozessor kracht durch. Ja... Vielleicht war irgendwas im Hintergrund, was die Grafikkarte runter macht? Oder die Geschwindigkeit runternimmt? Er wird warm. Ah, jetzt läuft schon wieder ein bisschen flächiger. Oh! Schon wieder. Hey, hi, Mark. Hey, I wrote a poem. Oh, ja, erzähl mal. Gal named Oracle, expert in things technological, but in a fear toxin bind, she blew her own mind, and sadly, that's not metaphorical. That's how we'll tell Gordon Batts. It'll soften the blow. Ja, stimmt ja. Denn Barbara Gordon / ex-Batgirl / Oracle ist ja immer noch tot. Ist ja tot. Immer noch tot. Das klingt falsch. Ist sie nicht? Ja, aber wir glauben es zumindest noch. Oh, ich habe den ganzen schönen Twist verspoilert. Ja. Ach ja, und Halloween war ja auch letztens verwesen. Obwohl, ist ja echt schon, weiß ja schon wieder. Und du hast ja kein Halloween-Special gemacht. Nee, haben wir nichts gemacht, nee. Weil du eine faule Sau bist. Das auch, ja. Ich wollte zuerst auch am letzten Tag noch was zusammenschneiden mit 5 Folgen. 5 Aufnahmen. Nee, wie heißt das? 3 Aufnahmen. Ich wollte, glaube ich, ein Spiel vorstellen. Ja, aber Dejan war faul. Ja, das auch. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt erstmal um die Minen. Merkwürdig. In der letzten Aufnahme hatten wir nicht so viele, hatten wir nicht so krasse Framerate-Einbrüche. Was liegt denn? Woran liegt denn das? Schreibgeschwindigkeit der Festplatte. Ja, Temperatur des Prozessors. Was gibt alle Möglichkeiten? Sonst, wenn du in deinem Zimmer die Heizung aufdrehst. Ich hab die Heizung doch nicht an, bist bescheuert. Die Uhr. Wenn ich jetzt so mit dem Wetter jetzt schon die Heizung anmachen würde. Geht schon, ich stelle lediglich Vermutungen. Ja. Also mecker hier nicht rum. Ach. Ich bin hier der Let's Player, ich muss meckern. Oh, schon wieder eine Leiche. Und die Panzer. Stimmt ja. Pyk. Wusstest du eigentlich, Eike, dass Pyk jetzt anscheinend der neue Bösewicht in der Goffen-Serie ist? Ja, zu Anfang sollte es ja wie heißt das? Teaser zu der neuen Staffel. Welche ist jetzt? Die vierte? Ja, vierte müsste es jetzt sein, ne? Ja. War es ja eigentlich erst Scarecrow, aber der wurde ja schnell abgesägt. Der Teeny Scarecrow. Ah. Alfred,
We can add a third victim to the list. This is becoming rather ghastly, sir. It brings to mind a spate of murders at the beginning of your career. It was Halloween then, if I'm not mistaken. Turned out to be rather a long one, if I recall. I'm going to try and identify the body. Eike! Eike, Eike, Eike. Obwohl, nee, Quatsch. Ja? Hast du das... Das hast du gar nicht mitbekommen, oder? Was denn? Der Satz, den Alfred gerade gesagt hat... Mhm. Das war eine Anspielung, ein Klassiker. Was sag? Er hat doch gesagt, das erinnert mich an eine Serie von Morden seit ihrer Anfangszeit zu Halloween. Was haben wir denn da? Ja, sag an. Ja, woran spielt das an? Weiß es nicht. Geht schon, sag es doch einfach. Ja, spielt doch an Long Halloween. Hä? Frische Wunde. Abrasion to the epidermal layers confirms the somewhat crude removal of a tattoo. Naja. Was so, ist Long Halloween? Long Halloween ist ein Comic aus den 81er von Frank Miller, wenn ich mich nicht irre. Ein Batman-Comic. Oder, nein, es heißt nicht Comic. Stimmt ja, Ike. Man sagt ja, was sagt man dazu, wenn ein Comic anspruchsvoll ist und in gebunden? Na, weißt du es nicht? Ich weiß es, aber ich sag es nicht, weil ich mich weigere. Warum weigerst du dich, Graphic Novel zu sagen? Weil das Big Bang Theory ist. Das ist Big Bang Theory, ist, dass man Graphic Novel sagt? Nerd und Otaku und Weeaboo scheiße. Ja, aber in dem Fall ist es doch, erzähl es doch, als wird, ist es wirklich eine Graphic Novel, weil es ist ja ein dickes Ding mit mehreren Seiten und Buch und so weiter. Ja, und es ist ein Comic-Heft. Nein, das ist was, das ist gebunden, also es ist was Edles. Naja gut, Watchmen ist auch ein Graphic Novel, oder nicht? Und was ist das? Alles Comics. The position of this scar indicates the victim underwent surgery to remove one of their kidneys. Endlich verspiele ich den bösen Ignoranten. Um die Leute zu ärgern. Oh, das geht aber an die Nieren. So, und dann nochmal eine Ebene tiefer. Oh, das war jetzt sehr schnell zu finden. Das scheint wohl eine Platte im Kopf zu sein. Stahlplatte. A plate made of tantalum. Used here for a cranial fracture. Most probably the result of a boxing accident. Das muss aber ein heftiger Boxschlag gewesen sein. Only be acquired by a professional fighter. Alfred, the victim's name is Ella Montgomery. It appears the kidney was donated to a twin sister who unfortunately died. This seems to have been the catalyst for her boxing pursuits and hence the cranial injury. She went missing in Huntsville, Alabama. That's three victims, all of them abducted in various places around the country. Keep looking for a connection, Alfred. The writing by the bodies suggests the killer has a higher purpose. It's as if these weren't good enough for what he has in mind. Do you think there are other victims? Yes, and I don't know what he has planned for them. Und wieder zwei. Nein, das sind die dritten. Jetzt fehlen eigentlich nur noch drei. Okay. Die dritten? Nein, es fehlen nur noch drei Opfer. Ich habe auch keine dritten. Ja. So, Batman's not nee, ich auch nicht. Ich bin auch nicht so alt. Aber sie, haben hier aber sie haben hier einen kleinen Fehler gemacht. Es müsste eigentlich... Das wäre eine Frau, ey. Müsste das hier ein männlicher Körper... müsste das hier ein weiblicher Körper sein. Da haben sie einfach wohl wiederverwendet. Aber es ist trotzdem grausam. Warte mal, Eike, was ich in der letzten Folge auch immer gesagt habe, was mir gleich... Was ich ja auch gleich hier auch reingegangen bin, über den Leichen hängt hier immer so ein... Ist hier immer so ein Graffiti. Was irgendwo was ich aussagen soll über die jeweilige Person, wenn ich mich irre. Aha. Steht da. Defective. Was heißt defective? Fehlerhaft. Fehlerhaft. Jo, in der letzten Mal war es ja, hieß ja, glaube ich, das müsst ihr noch mal in der letzten Folge mal nachstellen. Da stand da auch mal was. Oh, wieder ein Riddler empfangen. Ach komm, den hören wir noch mal schnell mal weg. Und ich glaube, nach dieser Aufnahme müssen wir mal kurz die, muss ich mal irgendetwas machen. Weil in den letzten Folgen war doch die Frame nicht so schlecht. Da war ich um die 30 herum. Irgendwas muss in den Einstellungen. Obwohl, ich habe da nichts verändert. Merkwürdig. Vielleicht müssen wir mal... 20 FPS. Ja, vielleicht... Ab. Sicher? Schnitt. Wir schneiden das zusammen. Schneiden das zusammen, Leute. Warte, ich hau noch kurz den Typ kaputt. Nein, nein, nein. Hör auf. 20 FPS, Kampf ist scheiße. Okay, also Leute, machen wir kurz einen Schnitt hier. Okay, und wieder zurück. Hallo, Eike. Wie geht's dir? Naja, ich weiß auch nicht. Die FPS werden nicht besser. Ja, es wird nicht besser. Es wird schon wieder anders. Hast du vielleicht in der Grafikeinstellung was verdreht? Nein, habe ich nicht. Es ist immer auch nicht aggressiv werden. GPU.
Gib hier. Ist die Grafikkarte. Ist doch die Grafikkarte. Guck mal in den Optionen. Wir haben in den Optionen noch nichts gemacht, in den Spieloptionen. Grafikeinstellung. Wavrand ist akzeptabel. Das ist mal noch dieselbe Einstellung, wie wir es sonst immer gemacht haben. Maximale FPS 30. Ja. Machen wir 60 draus. Okay. Nee. Machen wir 60. Okay. So. Okay. Und wieder zurück. Ja. Ja. Übernehmen mit X. Einstellung übernehmen? Ja. Looks like we got lucky being shipped out of Ace. We took some serious casualties back there. Ah. Das hat sich selbst. Ah, es hat sich quasi wie heißt das Wort? Selbst runtergeregelt. Runtergeregelt, genau. Ja gut, die Aufnahme ist trotzdem für euch immer noch in 30 Bilder. Weil natürlich dann auch die Aufnahmen ein bisschen kleiner werden, aber. Naja. Oh, Scarecrow. Na, wo bist du? Er ist ein bisschen schief. Ja, alle Let's Plays sollten in diesem Format aufgenommen werden, nicht wahr? Oh ja. Auf die Seite, dann könnt ihr die Videos angucken, während ihr im Bett liegt. Könntest du das mit Sony Vegas zur Seite machen? Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ja, dass man alles so Spielerei machen kann, obwohl. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt erstmal um die, die Drohnen, die wir finden müssen, weil wir eigentlich mal auf Hauptstory Island reinkommen können, nicht wahr? Hauptstory und so weiter. Wir haben schon zu Recht abgesenkt mit Leichen und so weiter. Ah, na komm. Nein! Nein, diese Leichen! Ah, verdammt, ich brauche ein Hochhaus. Wo ist denn gerade ein Hochhaus? Gerade mal, ist keins da, wo man eins braucht. Ah, da ist noch. Nee, das ist ein Hubschrauber. Hubschrauber sollte man nicht auf dem Propeller landen, nicht wahr, Eike? Wofür ist Reanimator berühmt? Ein sprechender Kopf. Der was machen wollte? Der, einer Frau einen Kuss geben will. Einen, was will er essen? Einen Kuchen? He want eat some. Er möchte zum, er möchte ein bisschen cremigen Kuchen? Nein. So, eat some puss. Nostalgia Critic, meine Damen und Herren. Natürlich. Ah, können wir aus der Luft, können wir den leider nicht in die Luft sprengen. Und bam! So, wartet mal. Ach, da müssen wir hin. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Im Rücken einer Relais-Träne und versuchen, einen Weg zu finden, um das Netzwerk auszuschalten. So war es, genau. Okay, wir haben einen großen Fehler gemacht, fällt mir ein. Ja, was? Wir haben über das Spiel geredet. Das ist ein sehr großer Fehler eines Let's Plays. Weißt du warum? Man darf nicht darüber reden, was man sieht. Und das ja schon wieder. Not looking too good for the Bat family, eh? Well, on the bright side, your Christmas card list is getting shorter by the minute. Ja, so kann man es auch sehen, nicht wahr, Eike? So oder so. Ja, je mehr von unseren Freunden und Familienmitgliedern sterben, desto weniger. Genau, desto weniger Weihnachtskarten. Das muss man schreiben. Diese Logik hat Hand und Fuß. Ja. Das hat so, tja, es hat so ein Feuchttoxin so an sich. Obwohl wir haben jetzt schon zweimal davon was abbekommen, nicht wahr? Aber Batman hat ja so einen harten. Nee, er hat ja so einen großen. Wie heißt es? So eine Willensstärke. So. Naja, er hat ja auch 7 Jahre dafür gelernt, nicht wahr? War doch so, nicht wahr? So, schnappen wir uns mal die Drohne. 14 Jahre. Sie fällt auch noch extra auf, dass sie weiß ist. Boom. The relay chip will allow me to temporarily blind the drones. That should give me enough time to take out the 2 radar towers. Ein DHG-Drohnenhacker unterbricht vorübergehend die Drohnenzielerfassung. Aha. Kann nur an Drohnen und anderen ausgeschalten. Nicht an und nach anderen ausschalten. Okay.
Komplette Stille. Ah, okay. Das heißt dann, wir müssen... Ah, jetzt können wir diese kleinen Hubschrauber da kurzzeitig erblinden lassen. Denn, naja, wie gesagt, man kann ja schwer darüber... Man kann ja schwer da drauf gehen, wenn Propeller läuft, war Ecke. Man kann schlecht drauf landen, wenn da gerade ein Propeller läuft, der uns in Fetzen schneiden könnte. So. Ja, das war doch voll eine Minute. Kein Bild, kein Ton. Kein Bild, kein Ton. Ich komme schon. Nimm weg Hustenbonbon. Genau. Kratzen im Hals muss nicht sein. Thompson, Videobearbeitung. Oh ja. Hey, Eike. Hey, Eike, da ist es schon wieder, das. Oh. Ja. Connie-Gates werden niemals alt. Wenn du es sagst, kannst du es gleich lassen. Ja, ja. Wir müssen auch so, wir können immer wieder was Neues einbauen. Das ist die Magie des... Wie heißt das? Das ist die Magie der Videobearbeitung. Verdammt. Kannst du sagen, da ist es das. Ja, ja. Aber nicht Running Gag. Okay, was haben wir da? Wir haben wieder einen großen. Batman! Ich warte, dass der Bus kommt. Arschkopf. Zeig dir, wo der Bus den Lenker hat. Ja. Mal sehen, kann ich an die rankommen und Angst ausschalten einsetzen? Hm. Ich muss darauf. Ja, ja, der Korridor und so und dann auch Joker. Meine Güte, er wird mir ja zugequatscht bis zum Gehtnichtmehr. Ist ja wie mein Let's Play. Ja. Und dazwischen den Let's Play werde ich dir Vorwürfe machen. Hm. Was hast du noch zu erzählen? Ist kacke. I could sure go for some killing people right now. What? Not in the mood? Maybe later then. Nee, ja, ja. Was nicht ist, kann nur noch werden, nicht wahr? So. Hm. Eike, wie ging. Weißt du noch mal, wie das Angstausschalten funktioniert hat? Ja. Ja, man muss die LT, glaube ich, erstmal. Wie war's auch? Wir müssen sie erst ja, verwirren und dann können wir erst einsetzen. Nur von unten anschleichen. Geht aber, glaube ich, nicht, denn wie man sehen kann. Ja. Moment, ja, was denn? Die Transmutter, meine Damen und Herren. Die ja, ja, ich hol's gleich raus. Ich hab's schon ausgedreht, ja. Getting stronger, Bats. So. Can you feel me? So, okay. I'm gripping tighter and tighter to this weak. Also so langsam geht mir Joker so langsam auf den Sack. Ich meine, er ist gut. Es mag Hamill und so weiter, aber trotzdem. Hm. Vielleicht sollten wir mal kurz mal schauen von der Seite. You're crazy. The Knight wouldn't do that to us. I'm serious, man. Hm. Think about it. I'm serious, man. So. Ah, willst du das auf uns werfen? Nein, nein. Und ausschalten gegen den großen Klopfen natürlich. Ah. So, und zack. Oh, ja. Nein, da. Nein, 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 nein. So einfach machen wir es hier nicht. Oh nein, Eike hat es schon wieder gemacht. Oh nein. Er hat schon wieder auf der Seite, auf der Stelle gesprungen. Aber ich hasse es, wenn er das tut. Du machst die Kombos nicht richtig. Ach du. Hat er den gerade geworfen? Ja. Das ist aber unkollegial. Bam. Oh, ganz ordentlich. Oh, hi, Mark. I know how you feel about this Arkham Wannabat. The same way I feel about those cheap Joker knockoffs you've got at the movie studios. There can only be one Joker, Bats, and it's me. I mean, you. Okay, us. Time we did the right thing. Massacre the lot of them and purify the Joker gene pool. Ich glaube, er will uns dazu bringen, dass wir Sachen tun, die eher Batman-unlike sind, nicht wahr, Eike? Mhm. Naja. Aber wie heißt das so schön? Man muss den Drang widerstehen. Und den wir...
Sturmkästen aufreißen. Genau. Ah. Natürlich. I can use the remote hacking device to temporarily blind the sentry gun. Oh, natürlich. Tja, denn das Batmobil können wir ja schwer jetzt hier hochschicken, damit wir die Geschütze zerballern könnten aus der Entfernung. Obwohl theoretisch? Naja, eher nicht. So, okay. Okay, if you see Batman, don't call it in. Ja, das laufen wir immer noch welche herum. Call it help taking him down. Everybody shares the credit. But we do it ourselves. Well, it's bonus time. Besides, there's no ways as tough as they say. So, schalten wir das mal ab. Weil wir es können. Wir wollen ja schließlich nicht, dass jemand verletzt wird, nicht wahr? Jetzt schon kämpfen wir gegen den Creeper. Gibt es den Creeper überhaupt in diesem Spiel? Ich glaube, ich dachte, er tritt hier nur als Jack Ryder auf. Tja, könnt ihr euch mal. Ich in der Beschreibung verlinkt. Die Origins of the Creeper. Wenn ihr mal dachtet, warum wir hier an Zeit reden. Leider schaut ja jemand in die Videobeschreibung. Alfred, I've dealt with the radar. Da müsste man lesen, den schon. Once it's been taken care of, I can deploy the Batwing to scan for the cloudburst. Ah, der Batwing. I'm heading there now. Und dann müssen wir uns an den Raketen langchecken. Tja. Wäre es possible? Wir sind Batman, wir können alles, außer Tiernahrung. Also Leute, wir sehen uns da mal erst in der nächsten Folge. Ha, Cliffhanger, natürlich. Und Eike, ja, also schauen wir mal, was in der nächsten Folge ist. Da müssen wir uns mal ein Thema vorsuchen und nicht mal nur das Spiel reden, nicht wahr? Also bis dann. Ach, was soll's. Ach komm, was soll's. Wir machen die klassischen Let's Play. Ja, genau, mit so Labern und diese so. Kacke. Genau, und nicht so mit Bild und fancy Schnitten und so. Nee, nee, bei uns ist alles oldschool. Also Leute, bis dann. Ciao.